Kann ich hier irgendwas machen? Außer mich verstecken? Komme ich hier irgendwie wieder raus? Bin ich zufällig richtig gelaufen? Natürlich nicht. Okay, okay. Die Tür ist zu. Also, ich hoffe, dass die Tür zu ist. Ja, die Tür ist zugeschlossen. Okay. Nice. Da gibt es einen Exit. Wollen wir einfach mal gucken, ob wir raus können? Natürlich nicht. Natürlich können wir nicht raus. Weil, warum sollte es auch anders sein? Hier gibt es einen Altar. Für Gebete und so. Okay. Und Fotos von Priestern. Ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder, das gefällt mir gar nicht. Das ist nicht gut, nicht gut. So, hier komme ich nirgendwo hin. Kann ich wieder irgendwo... Ja, hier komme ich wieder. Ist da gerade einer runtergefallen? Jo! Junge. Okay. Mach doch nicht so was. Kann ich hier hochklettern? Okay, 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 okay. Wir sind hier am Start. Können hier rüber. Okay. Gibt es hier noch irgendwas zu Nices zu finden? So ein Dokument oder Batterie oder... Ja, komm hier hoch. Hier hoch. Jo, wo geht's jetzt lang? Jetzt hier hoch? Ja, nice. Okay. Und wie jetzt weiter? Ah, hier geht's weiter. Okay. Dann lasst uns mal weiterlaufen, weil wir müssen ja dann anscheinend dahin, würde ich jetzt behaupten, um denn da hochzukommen. Um dann wahrscheinlich runtergeschmissen zu werden. Ich habe keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Ist es jetzt dieser nicht Assassin's Creed? Mann, hier dieser schwarze Geist, der uns versucht zu vereinnehmen, zu machen? Hier gibt's wieder Verstecke, Verstecke, Verstecke. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Gott, hier geht's auch nochmal weiter. Möchte ich hier weiter? Hier gibt's eine Batterie. Ist hier das Funkgerät? Hier ist doch ein Funkgerät. Kann ich das nicht einfach nehmen? Nope. Kann ich nicht. Achso, warte. Nachladen, damit wir was sehen können. Aber da war doch ein Funkgerät. Warum kann ich denn nicht dieses Funkgerät nehmen? Nee, das muss das Funkgerät mit den Kurzwellen sein. Okay, die Tür geht wieder nicht. Ich höre doch irgendwo meinen Segentypen. Ja, ist okay. Ich sag mal so. LOL. Wenn er die anderen sucht und jagt und findet, ist das ja so eine Sache. Ja, komm ruhig her. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Kann ich hier rein? Ja, kann ich, aber bringt mir nichts. Ja, you can see me und ich bin weg. Habe ich hier noch irgendwo eine Tür? Tür, 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 Tür. Okay. Hide and seek! Hide and seek! Kann ich hier noch was machen? Ja, hier könnte ich mich verstecken, aber das wird nichts bringen. Da ist er! Hallo! Save me! Save me! Save me! Hello! Hello! So, dann lass uns doch mal gucken, kann ich ihn hier irgendwie irgendwo einsperren? Kann ich die Tür verschließen? Ich hoffe, er findet mich jetzt nicht. Ah! Hallo, mein Freund! Hallo! Das ist Kacke. Gut Deutsch. Große, große Kacke. Weil... Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss, wa? Klar, ich weiß, ich soll immer noch... das Funkgerät finden. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist, wa? Wo kommst du denn auf einmal? Okay, also hier scheine ich ein bisschen safer zu sein, weil ich glaube, dass die Viecher immer ein Problem haben, mit durch diese Gänge da zu laufen. Da stellen sie sich anscheinend einfach zu blöd an.
Wäre jetzt so meine Vermutung. Bist du ein Polizist? Ne, dann nicht. Warum soll ich denn das Gas abstellen? Lass ihn doch sterben. Als ob die mir helfen, weißt du? Die helfen mir genauso wenig. Die wollten mich da zurücklassen und wollten mit mir Experimente führen und allem drum und dran. Warum soll ich ihm jetzt das Gas abstellen? Nö, fällt sich gar nicht ein. Er macht ja gar nichts. Das gefällt mir, dass er nichts macht. So, lass mich raten, jetzt kann ich hier... E237, warum blinkt jetzt E237? Muss ich ja einen Grund haben, dass ich ja irgendwas mit E237 machen soll. Versuchen wir uns mal zu merken. E237. So, Nurse Station. Hier komme ich raus. So, E237. 234, 233. Come to me. Und auf Wiedersehen. Da muss ich rein. Ist er weg? Also das wäre jetzt natürlich, okay, das ist ein Klassiker. Okay. Nice. Sag ich nicht nein! Also wenn ich mich in der Tür verstecken kann und das Ihmchen da, ausschlägt. Okay. Die Tür versucht aufzunehmen. Dann gehen wir aus der Tür raus. Und gehen hier raus. Und sind raus. Richtig! Richtig! Hallo! Oh, okay. Also der Typ geht aber eben auf den Senkel. Vor allem, wir sind doch eigentlich Gleichgesinnte. Okidoki! So. Alter. 240. Da könnten wir... Achso, nee, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, das wäre ein Durchbruch. Aber die sind ja noch die... Die Röhrchens. So, hier können wir jetzt nochmal in jeden Raum reingehen, um einfach mal zu gucken, ob wir hier noch was Schönes finden. Okay, wir können nicht in jeden Raum reingehen, wir können nur in gewisse Räume reingehen. Ich weiß nicht, was für ein Jumpscare jetzt gerade da kam, ist mir aber auch egal, ich mache erstmal die Tür zu. So sieht's nämlich aus. Hier gibt's nochmal eine neue Akte, die wir lesen können. Also, schauen wir uns erstmal die Akte an. So. Merc of Cyaric Systems Project Warrider, Mount Massive, Frank Antonia Manera. 29.08.2012. Erste Patientenbefragung, 1.11.2010. Alter des Patienten 36. Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. Therapiestatus, minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Level, Stufe 5 und 6, der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück, keine luziden Phasen. Diagnostik, Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation, übereinstimmend mit Tabak und Marihuana konsumierenden Patienten. Außergewöhnliche niedrige REM-Aktivität. Anmerkung, zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 lbs, sein Gewicht bei Aufnahme war 228 lbs. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brauchte nur Interesse für das 9. Skriptmuster der Hypnotherapie. Wenige. Auf das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. What? Er weigerte sich weiterhin zu baden und lehnt... ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab, wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Merc of Cyaric Systems Projekt Wallrider Mount Massive CEO. What? Okay. Okay, so, was können wir denn hier noch so Feines machen? Da kommt man nicht raus. Finde ich gut. Dann kommt da eventuell auch keiner rein. Go away! This is my place. Okay. You're gonna get me killed. Fuck off! Machen wir erstmal die Tür wieder zu. Ist ja gut, ist ja gut. Also, hier haben wir hier das Security Task. Wir sehen hier die nicen Überwachungskameras. Ich würde gerne den Hörer wieder auflegen. Den da. Aber geht nicht. Er rastet hier aus, weil wir hier ihm zu nahe kommen. Hier können wir nicht raus, weil halt wegen offen und so.
Geh jetzt mal hier lang, weil ich irgendwie Angst habe, dass vielleicht die Wolke uns schädigen könnte. Was passiert hier? Wir machen erstmal die Tür wieder hinter uns zu. Hier ist auch ein Radio, also so ein Walkie-Talkie-Funkgerät. Aber nein, es ist nicht das Funkgerät, was wir suchen sollen. Wir sollen hier immer noch, ne, wir sollen jetzt das Gas abdrehen. Scheiß auf das Gas, Alter. Ich habe das schon mal gesagt. Scheiß auf ihn. Da sehe ich doch jemanden kommen, der ganz viel Spaß hat. Wo ist er denn? Le Mister. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Lass mal die Tür hier wieder zu. Kann ich ihn eigentlich wieder verarschen, indem ich mich einfach hier hinten hinstelle? Also ich würde es mal probieren, wa? Sag ich so wie das? So, schauen wir mal. Okay, er kommt jetzt hier nicht rein. Da ist er auch nicht. Nicen? Dyson? Okay. Okay. Wo ist er denn? Hallo. Sehe ich ihn durch einen Spalt? Das wäre auch geil. Das wäre auch eine geile Mechanik. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Also, weil das hier scheint ja nicht der the right way to sein. Kann er denn hier? Ja, lass mich doch mal. Also, okay. Da kommen wir jetzt nicht hin. Wir sterben jetzt erstmal wieder. Der Typ ist aber auch richtig nervig. Ja, muss man mal ganz klar sagen, er ist richtig, richtig, richtig nervig.